Prinzess Ovalis, Regentin ohne Zepter. Hauser ist Kate die Chefin. Sie sind Mitglieder der königlichen Familie und die Kinder des britischen Thronfolgers. Und dennoch machen Prinz George, 9, Prinzessin Charlotte, 7, und Prinz Louis, 4, selbst bei offiziellen Terminen den Eindruck, vom Druck der Krone unbelastet zu sein. Natürlich erscheinen vor allem die beiden Ältesten von Prinz William, 40, und seiner Frau, der Prinzess of Wales, 41, angesichts ihres jungen Alters im Auge der Weltöffentlichkeit bereits sehr pflichtbewusst. Doch abseits des Rampenlichts genießen sie eine fast normale Kindheit, dank ihrer Mutter Catherine. Wenn es um die Erziehung ihrer Sprösslinge geht, hat nämlich die Royal aus bürgerlichem Hause die Hosen an. Was so streng klingt, ist im Hinblick auf das königliche Umfeld der Kleinen alles andere als das. Bodenständigkeit gepaart mit dem Bewusstsein um die Tradition der Krone, George. Charlotte und Louis genießen eine ungewöhnliche Kindheit, die dank der Prinzess of Wales im bestmöglichen Sinne so normal wie möglich erlebt werden darf. Nach einigen kräftezehrenden Monaten mit dem Umzug vom Kensington Palast in London ins Adelaide Cottage in Berkshire, einem Schulwechsel und dem Tod der Urgroßmutter Queen Elizabeth, 96, konnten die drei Royal Minis in ihren Ferien Mitte Februar endlich einmal durchatmen. Kate und William nahmen sich ausgiebig Zeit für die drei Wildfänge und verbrachten gemeinsam mit ihnen einige Tage weit ab von royalen Pflichten und den üblichen Schulsorgen. Sie mögen Aktivitäten im Freien, also viel Sport, viel Spaß, Spiele im Garten und Radfahren. Sie haben sich Fahrräder gemietet und wurden schon auf den Scilly-Inseln gesehen, berichtet die ehemalige BBC-Korrespondentin Jenny Bond gegenüber dem Magazin OK. Die Familie hat sich offenbar ausgiebig frischen Wind um die Nase wehen lassen. Ihre Halbjahresferien sind voll von Dingen, die man auch bei den Pfadfindern machen würde: Lagerfeuer, Grillabende, Mithilfe in den Gärten und auf dem Bauernhof in Sandringham. Alle Aktivitäten finden vor allem im Freien statt und es wird viel gespielt. Anführungszeichen. Dabei achten die engagierten Eltern vermutlich auch auf lehrreichen Mehrwert. William und Catherine sind sehr zupackende Eltern. Also wird es wahrscheinlich auch einige pädagogische Spiele geben, vor allem weil Kate mit ihrer Sharping-Us-Kampagne die frühe Entwicklung so wichtig ist. Wir haben Bilder gesehen, auf denen sie sich in der Küche austoben, also könnte Backen und Kochen auf der Liste stehen, alle Kinder lieben es, mit Catherine in der Küche herumzuwirkeln. Kate ist der Dreh- und Angelpunkt im Walesschen Familiengefüge. Sie liebt es, sie zu unterrichten, glaubt Bond, und zeichnet das Bild einer normalen häuslichen Szenerie. Neben dem sportlichen Treiben gibt es wahrscheinlich auch eine Menge Streit zwischen den Geschwistern. Charlotte ist sehr fußballbegeistert, George mag auch Fußball, vielleicht sogar mehr als Rugby. Catherine ist so sportlich, ich denke, wir werden Charlotte bald auf einem Pony sehen. Aber ich weiß nicht, ob sie schon reiten gelernt hat. Anführungszeichen. Als Ältester im Geschwistergefüge dürfte George mit seinen 9 Jahren inzwischen bei einigen Ferienaktivitäten den Ton angeben. Doch in einem werden sich die drei einig sein: in der schulfreien Zeit wollen sie wie alle Kinder einfach einmal die Seele baumeln lassen, sie werden herumtollen, ein paar Abenteuer erleben, an den Strand gehen und ganz allgemein viel kindliche Energie verbrauchen und das Zusammensein genießen. Tanzen am Küchentisch könnte auch eine Option sein. William hat schon früher gesagt, dass ihr Tagesablauf das Porträt eines sehr glücklichen Haushalts ist. Anführungszeichen. Der ganz normale Wahnsinn also auch bei den Königs. Einer von ihnen legt beim Frühstück richtig laute Musik auf. Und alle Kinder tanzen, vielleicht machen auch die Eltern mit, es ist kein steifer und formeller Haushalt. Die Kinder haben den Vorteil, dass sie in einem relativ normal großen Haus in Windsor Estate namens Adelaide Cottage aufwachsen, so Bond. Das Anwesen gleicht zwar wahrlich nicht einem Reihenhaus, ist aber alles andere als übertrieben hochherrschaftlich.
Es hat nur 4 Schlafzimmer, es ist kein Schloss oder Palast, also haben sie eine ganz normale Kindheit, die man haben kann, wenn man königlich geboren ist. Letztendlich sind sie eine sehr zusammenhaltende Familie, die die Gesellschaft des anderen genießt. Eine Vorstellung, die es Royal-Fans ganz warm ums Herz werden lassen dürfte. Catherine und William setzen auf Bodenständigkeit, ein Fundament, das vor allem die bürgerlich aufgewachsene Princess of Wales für ihre Kinder legen dürfte. Sie weiß um das königlich geprägte Aufwachsen ihres Mannes und ist sich auch ihrer Pflicht bewusst, gerade George als künftigen Thronfolger auf sein Amt vorzubereiten. Doch bis dahin sollen ihr Erstgeborener und seine Geschwister ein freiheitlich geprägtes Leben kennenlernen und mit ihren durchaus eingespannten Eltern so viel gemeinsame Qualitätszeit wie möglich verbringen. Für William und Kate ist es sehr wichtig, mit der Familie Spaß zu haben, nimmt Bond an. Wenn die Kinder in den Schulferien sind, fahren sie oft zum Skifahren, auf die Scilly-Inseln oder nach Norfolk. Das Thronfolgerpaar hat einen gemeinsamen Fahrplan, was die Erziehung ihrer Kinder betrifft. Doch Jennie Bond geht davon aus, dass die Zügel dabei vor allem in einer Hand liegen. Sie sind ein gutes Team, aber ich glaube, Kate ist die Chefin. Sie ist zum Synonym für die Art und Weise der Kindererziehung und die frühe Entwicklung der Kinder geworden. Sie und William sind in ihren Erziehungsmethoden zukunftsorientiert. Anführungszeichen. Und diese haben offenbar eine fundierte pädagogische Grundlage. Anstelle der traditionellen stillen Treppe oder der Auszeit haben sie ein völlig anderes Verfahren für sich entdeckt, um mit ihren Sprösslingen Konflikte zu lösen. Die Royals lassen sich mit ihnen auf dem sogenannten Plaudersofa nieder, um ihnen in aller Ruhe zu erklären, warum ein bestimmtes Verhalten inakzeptabel ist und welche Konsequenzen es haben wird. Es gibt eine moderne Art der Disziplinierung, die Catherine eingeführt hat, bei der es darum geht, die Kinder zu respektieren, ihren Freiraum, ihre Gefühle, ihre Emotionen und ihre Wutanfälle. Das ist ein ganz anderer Weg als die Erziehung in der Vergangenheit, bei der man mit den Kindern böse sein und sie ausschimpfen konnte, erklärt Bond. Die Kleinen werden dabei ermutigt, über ihre Emotionen zu sprechen, ob gute oder schlechte. Catherine ist der Inbegriff von Ruhe und Freundlichkeit, sie lässt die Kinder ihre Gefühle aussprechen und erklärt sie. Aus Erklärungen entsteht Verständnis. Die Princess of Wales sei ein starkes Vorbild für andere Mütter und Väter. Sie ist zu einem Synonym dafür geworden und macht einen großen Unterschied. Sie stärkt die Elternrolle und den Wert der jungen Eltern von heute. Anführungszeichen. Verwendete Quelle: OKKOK.